Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die Frage, ob dich breite Klimmzüge bzw. Latzüge auch wirklich breiter machen. Und ich glaube, die Antwort wird den einen oder anderen ein wenig verwundern, aber fangen wir auch direkt mal an mit der Muskelgruppe, die dich breit macht. Also die meisten werden wahrscheinlich sagen, und das ist richtig, der Lat. Ne? Dieser Schinken gibt dir diese schöne V-Form und macht den Rücken breit. Der Ansatz ist recht einfach, der setzt am Oberarmknochen an und eine der wichtigsten Funktionen ist es, den Oberarmknochen, weil er hier ansetzt und hier die Ursprünge hat, von da nach da zu ziehen. Das macht der Lat und deswegen sind Züge von oben ziemlich gut, um den Lat zu trainieren. Aber es gibt noch einen weiteren Muskel, den wir mit einem breiteren Griff fokussieren können und das ist der Teres Major. Er hat den gleichen Ansatz, also auch am Oberarmknochen, aber er hat einen viel höheren Ursprung. Und das Wissen können wir uns jetzt zunutze machen, um den Teres Major ein wenig stärker zu fokussieren, um einen breiteren Look zu erzeugen, denn es kann nämlich durchaus passieren, dass der Teres Major, wenn er sehr groß ist, den Lat rausschiebt. Und das gibt dir eben oben das Stückchen Fleisch, was du schon immer haben wolltest. Also fangen wir auch direkt an mit dem Unterschied. Wenn du den Lat maximal dehnen willst, ja, dann musst du die Arme in die Position nehmen. Dadurch, dass er eben diese Funktion ausführt, ist er hier maximal gedehnt und hier maximal kontrahiert. Der Teres Major ist aber schon vorher maximal gedehnt. Wenn du jetzt einen breiten Griff wählst, ne, zum Beispiel so einen Griff, dann kommst du nicht in die Position, in der der Lat maximal gedehnt ist, aber in die Position, in der der Teres Major maximal gedehnt ist. Bedeutet, wenn ich jetzt solche Latzüge mache, ne, recht breit, dann schiebe ich den Fokus auf den Teres Major, weil er im Gegensatz zum Lat eben maximal gedehnt wird und dadurch natürlich maximal Kraft erzeugen kann. Ich würde dir aber nicht unbedingt empfehlen, maximal breite Klimmzüge zu machen. Also gerade für Anfänger, konzentriert euch auf beide Muskeln, denn beide Muskeln haben die gleichen Funktionen. Das heißt, wenn du viele Latzüge machst, viel Rudern machst, dann werden beide Muskeln natürlich ordentlich hypertrophieren, wachsen und auch irgendwann richtig gut sein. Aber gerade für fortgeschrittene Athleten, die sagen, keine Ahnung, bei der Doppelbizeps von vorne oder von hinten, da fehlt mir einfach so ein Stück. Probiert es aus. Probiert breite Klimmzüge bzw. Latzüge aus, um wirklich diesen Muskel maximal auszubilden. Und wenn er maximal ausgebildet ist, dann werdet ihr nun mal breiter werden. Gerade in dem Rückenspezialisierungszyklus bietet sich sowas extrem gut an. Hol dir unbedingt dazu das Trainingspedia Pro. Dort bekommst du alle Infos zu Spezialisierungs- bzw. Schwachstellungs-Verbesserungszyklen. Und genau dort kannst du sowas einsetzen. Ich würde dir empfehlen, wenn du zum Beispiel schon 4-5 Sätze normale mittelbreite, sag ich mal, Latzüge gemacht hast, ne? Also die hier, einfach für beide Muskelgruppen sehr, sehr effizient, dass du ein bisschen breiter greifst, ja? Um eben diesen Muskel nochmal isolierter zu treffen. Natürlich wird der Lat auch hier groß mithelfen, aber du hast auch noch den Vorteil durch den breiten Griff, dass du weniger Beugung im Bizeps hast und dadurch auch weniger Bizeps-Involvierung. Das heißt, wir schieben die gesamte Last mehr auf den Teres Major und weniger auf den Bizeps, weniger auf den Lat. Und dadurch kannst du mit Zeit, mit genügend Volumen richtig breit werden und die maximale Breite des Rückens richtig freischalten. Und wenn du natürlich keine Probleme hast mit Latzügen, deinen Teres Major perfekt zu treffen, weil er schon sehr gut ausgebildet ist von deiner Genetik aus, dann musst du natürlich keine breiteren machen. Du solltest dich vielleicht ein bisschen mehr konzentrieren, den Lat im Allgemeinen, vor allem alles, was da unten ist, ein bisschen weiter auszubilden, damit die V-Form on point ist. Man sieht es oft bei Leuten, die nur den Teres Major trainieren, also sehr breite Klimmzüge, dass sie so einen T-Rücken haben. Das willst du auch nicht. Also so und so ist nicht gut. So und so und dann noch zwei Dinger, ne, die man Lat nennt, dran. Das ist das Optimale, was wir haben wollen. Und wenn du auf der Suche nach einem perfekten Trainingsplan für dich bist, der individuell anhand von deinen Daten ausgerechnet wird und wie gesagt Interesse hast an Spezialisierungszyklen, und allgemein Probleme damit hast, das beste Volumen für dich zu finden, dann hol dir unbedingt das Trainingspedia Pro. Und mit dem Code SEP10 kannst du auch nochmal 10% sparen. Also, zusammengefasst, breiterer Griff, mehr Dehnung bzw. maximale Dehnung im Teres Major, nicht so viel Dehnung im Lat. Dadurch kann der Teres Major eben ein bisschen stärker involviert werden. Der Bizeps wird auch ein bisschen weniger involviert, weil weniger Bizeps ja, involviert wird, weil weniger Beugung im Arm eben stattfindet. Und zusammengefasst kann man sagen, dass dadurch breite Klimmzüge bzw. Latzüge
dich durchaus breiter machen können, wenn eben dein Teres Major dadurch ein bisschen mehr wächst. Ne? Und breit heißt in dem Fall ja so 1,8 bis 2 mal Körper- bzw. Schlüsselbeinbreite. Das ist, denke ich mal, ganz gut. Und wie gesagt, ich würde dir empfehlen, wenn du deine 4, 5 Sätze, Latzüge oder auch 3 gemacht hast, gönn dir nochmal 1, 2, vielleicht 3 Sätze, wenn das eine Schwachstelle von dir ist. Und wenn dir das Video gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen, Fragen in die Kommentare. Ich bin jetzt out. Ciao, ciao.